Und hier jetzt ein Item Dropper für Diamanten. Ja, wie man vor dem Intro schon gesehen hat, heute geht es um Clocks in Minecraft und zwar welche mit Command Blocks. Es gibt ja welche mit, zum Beispiel wie ich in dem letzten Video gezeigt habe, mit der vollautomatischen Kabelfabrik. Es gibt ja solche Clocks hier mit Repeatern. Ja, das ist meine Tüftelmap, hier steht so einiges rum. Und es gibt auch welche mit Command Blocks und wie ihr so eine baut, das zeige ich euch in diesem Video. Beziehungsweise gebaut habe ich sie schon, ich werde sie nicht mit euch aufbauen, weil das etwas zu lange dauert. Ich werde es euch einfach erklären. Beginnen wir mit der liegenden, hier haben wir noch eine stehenden, beginnen wir mit der liegenden. Wenn man hier einen Command Block reintut, hier hat man hier die Clock. Hier auf dem Knopf kann man sie anhalten. Und zwar geht das Ganze, wir brauchen insgesamt 2 Command Blocks für jeden einen so Turm. Das Ganze könnte man beliebig weit erweitern, ich habe es jetzt nur auf 2 gebaut. Und beginnen wir damit, der hier setzt einen Redstone Block. Ich nehme mir mal ganz kurz zum zeigen, was nehmen wir da. Nehme ich mir doch gleich die neue Seelaterne. Setzt hier einen Redstone Block und der Command Block hier, der setzt hier direkt wieder Luft. Dafür setzt der hier einen Redstone Block und der auch direkt hier wieder Luft. Und weil das Ganze zu ziemlich zeitgleich bzw. in einer 1-Tick-Verzögerung geht, geht das Ganze so schnell. Zum Anhalten müsst ihr einfach an irgendeinem Command-Block, ist egal welchen, einfach einen Knopf hinsetzen, da drückt ihr drauf. Dann wird das Ganze angehalten, einfach den Redstone-Block hier abbauen und gut ist. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist für Pistons zum Beispiel ist so eine Clock, genauso wenig wie die stehende hier, gar nichts. Wenn ich den hier rein tue, dann kommen die Pistons hier wirklich nicht mehr hinterher. Ich weiß nicht, ob es geht, wenn ich den nur auf einer Seite... Ja, dann geht es. Aber zwischendrin, so ist es wirklich nichts. Das ist dann einfach für Map-Bauer zum Beispiel, die mit Command-Blocks arbeiten. Die setzen halt dann hier noch einen Command-Block hin, setzen hier ihre Befehle rein, die zum Beispiel einen Test for Command und verbauen dann hier so ihre Reihen weiter. So weg. Aber für den normalen Gebrauch, für Türen oder Pistons ist das hier nichts. Genauso wenig wie hier das nach oben System, nenne ich es mal, wenn ich hier einen Command Block reinsetze, der geht dann nach oben. Pausieren wir das Ganze. Da machen sie auch nichts anderes. Der setzt immer einen Block über sich, einen Command Block, also der hier setzt. Habe ich das was reingeschrieben? Nö. Der hier setzt hier einen. Und die Command Blocks machen nichts anderes wie direkt wieder. Der Ton kam verspätet. Die rechten Command-Blocks machen nichts anderes, wie einfach wieder Luft zu setzen. Ich weiß nicht, geht es, wenn man hier einen Command-Block reintut? Okay, dann zerstört man das System. Aber ansonsten auch hier Command-Block reintun zum Aktivieren und Knopf drücken zum Deaktivieren. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial so ein bisschen geholfen. Wenn ja, lasst es mich über eine positive Bewertung wissen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.